Eigentlich gab es keine, was sowas bei uns zu Hause los war. Ist eigentlich immer unter uns geblieben in der Familie da. Es durfte nicht nach draußen dringen, dann gab es richtig Ärger. Irgendwie hieß es dann, es sei peinlich, warum hast du es getan? Irgendwann kam mal sogar das Jugendamt. Da sollte ich nichts sagen, weil die meine Eltern das nicht wollten. Später, als ich dann in die Pflegefamilie kam, wollte ich dann offener und hab mehr über meine Probleme geredet. Ich habe zum Beispiel gelernt, zu meinen Eltern Nein zu sagen, wenn ich irgendwas nicht wollte. Wäre das nicht gewesen, ich glaube, ich wäre heute noch in der gleichen Situation. Ich habe nie jemandem davon erzählt. Es ist ziemlich belastend, wenn man alles in sich reinfrisst. Es darf nichts nach außen dringen, egal um was es geht. Ich habe immer gehofft, dass irgendwann mal jemand zur Tür reinkommt und sagt, so geht es nicht weiter bei euch. Aber es kam ja niemand, weil niemand davon wusste. In der Beratungsstelle vom Jugendnotdienst habe ich ein paar Jungs kennengelernt, die eigentlich das gleiche erlebt hatten wie ich. Da habe ich gemerkt, dass es auch anderen so geht wie mir. Dass ich überhaupt nicht der Einzige bin, bei dem es so zu Hause ist. Wenn ich ein Problem habe, kann ich es erzählen und sie hören mir zu. Und dann lerne ich, wie die mit ihrem Problem umgehen, also von den anderen. Mein Leben ist jetzt ganz anders geworden. Nicht mehr so viel Stress. Ich habe versucht, ihr eins aufzumachen, geholfen, wo ich konnte. Ja, und jetzt weiß ich, dass ich gar nichts tun konnte. Sie hat nicht die ganzen Tabletten genommen, weil ich schlechte Noten hatte oder aufgeräumt habe, sondern weil sie krank war. Also psychisch krank. Meine Lehrerin, an die erinnere ich mich. Die hat immer zu mir gehalten und ich konnte mit ihr über vieles sprechen. Über meine Mutter habe ich zwar nicht so oft mit ihr geredet, aber es war trotzdem gut, jemandem zu vertrauen. Bei ihr war klar, sie guckt mich nicht blöd an und sie hat für vieles Verständnis. Mein Vater hat nicht nur sein Leben kaputt gemacht, sondern auch meines und das meiner Mutter und das meiner Brüder. Heute möchte ich allen, die eine ähnliche Situation erleben, sagen, bleibt nicht alleine damit, ihr seid nicht schuld daran. Sprecht mit jemandem darüber, jemandem aus eurer Familie, dem ihr vertraut. Oder einem Lehrer oder eurem Trainer im Sportverein. Ihr müsst euch nicht dafür schämen, denn es gibt viele Kinder, die in einer ähnlichen Situation leben und deren Eltern Probleme haben. Viel mehr, als man denkt. Vor allem, schämt euch nicht, um Hilfe zu bitten.